Boah! Ja, da bin ich froh, ey. Habt ihr den Blitzer gerade gesehen? Jetzt habe ich mich erschrocken, aber ich fahr 50, Leute, ich fahr 50. Er ist jetzt, hänge ich hier in einer 30er-Zone fest, wo ich nicht mal weiß, wo ich genau bin. Ich bin hier irgendwo in Ottobrunn, aber ich weiß nicht genau, wo ich bin. Dabei wollte ich eigentlich nur ganz entspannten Motovlog aufnehmen, um ja euch zu begrüßen, das Jahr 2018 nochmal willkommen zu heißen. Okay, wir haben es fast April, aber drauf geschissen. Ihr wisst, was ich meine. Zudem wollte ich sagen, hallo, willkommen zu einem neuen Motovlog. Beziehungsweise zu meinem ersten Moto-Vlog in diesem Jahr. Sämtliche Moto-Vlogger sind mir schon den Schritt voraus und haben ihre Saison quasi mit einem Video eingeleitet. Und den werde ich mich jetzt einfach mal anschließen. Ja, ich bin wieder unterwegs. Es war das lang genug kalt bei uns in Bayern. Teilweise sogar bis minus 15 Grad. Ich dachte mir so, auch, was geht ab? Meine persönliche Schmerzgrenze liegt ja so bei 8 Grad plus, ne? Also, da war nichts mit Rollerfahren. Und jetzt ist es wieder halbwegs schönes Wetter, beziehungsweise es war eigentlich so, letzte Woche war richtig schönes Wetter, aber ja, hatte ich ziemlich viel zu tun und auch noch nicht so richtig Bock, einen Motovlog aufzunehmen. Deswegen, ja, kommt mein Motovlog genau jetzt, wo das Wetter, ja, also wieder so ein bisschen diesig wird. Wir haben aktuell noch 10 Grad, 9 Grad. Okay, 9 Grad, sorry. Aktuell 9 Grad und es wird schon wieder so ein bisschen, wo man sich denkt, scheiße, ich glaube, es wird schon wieder kalt. Ich habe den Slot verpasst. Naja. Und das nennt man Sackgasse. Scheiße. Ja, so viel dazu. Ich werde mich jetzt mal ganz kurz auf die Straßenführung konzentrieren, damit ich wieder halbwegs auf befestigten Untergrund komme, beziehungsweise dass ich aus diesem Irrwahn von 30er-Zonen und Hofanfahrten wieder rauskomme. Ich glaube, das sah hier eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, hier komme ich wieder auf die Hauptstraße. Ja, das sieht ganz gut aus. Yay. Ja. So, ich hoffe natürlich, dass jetzt alles funktioniert. Eigentlich habe ich mir gedacht, hey Leute, neue Saison. Könntest du dir mal angewöhnen, beide Kameras zu benutzen, damit es ein bisschen professioneller rüberkommt. Dann habe ich mir die zweite Kamera auch aufgeladen und dachte mir so, ja komm, geil. Schließe die auch mal an und kannst sie dann benutzen. Und dann hast du hier zwei Kameras und es sieht dann voll professionell aus. Aber da meine andere Kamera sozusagen noch analog ist, beziehungsweise das heißt analog, also die hat keinen Bildschirm und meine jetzige Kamera hat einen Bildschirm. Das heißt, bei der einen musste ich das mit dem Handy verbinden, um rauszufinden, ob die Kamera jetzt aufnimmt oder ich guckte auf diese blinkenden Lampen, aber irgendwann hat mich das so derbe abgefuckt, weil ich einfach nicht mehr wusste, ob die Kamera jetzt aufnimmt oder ob die leuchtet oder ob die einfach nur piept. Und dann dachte ich mir, okay, scheiß drauf. Nimmst halt jetzt die Hauptkamera und fährst ein bisschen rum und nimmst jetzt mal einen Motovlog auf. Das wird schon passen. Nächstes Mal werde ich mich dann mit beschäftigen, dass ich beide Kameras gleichzeitig zum Laufen bekomme, dass die synchronisiert sind und der ganze Geiz weiß Bescheid, ne? So, dann jetzt zum eigentlichen Video. Neue Saison, neue Ära. 2018, 2017 war ein cooles Jahr. Zumindest für mich. Ich glaube auch für viele von euch. Und dieses Jahr wird es genauso weitergehen. Für dieses Jahr, für meinen YouTube-Kanal, habe ich mir vieles vorgenommen. Beziehungsweise werde mir viel vornehmen. Es wird dieses Jahr auf jeden Fall wieder eine Tour stattfinden,
wo sie genau hinführen wird und was genau kommt, das ist noch nicht geplant, aber es ist, steht fest, es wird auf jeden Fall eine Tour wieder kommen. Die kamen ja auch richtig gut bei euch an, also die Videos, die sind teilweise bis zu 2000 Klicks, also kann ich mich nur bedanken, das ist echt unglaublich. Auch allgemein die anderen Videos sind, liegen wirklich, sind sehr, sehr hoch geklickt und das freut mich natürlich, dass mein Content so gut bei euch ankommt. Und das werde ich jetzt natürlich auch probieren, genauso professionell und vielleicht noch professioneller weiterzuführen. Ja, wenn ihr konstruktive Anregungen, Vorschläge habt, was ihr gern sehen möchtet, wenn ihr Wünsche habt für Videos, dann schreibt sie mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ein Abonnent aus, ich glaube Spanien, war das Spanien oder Portugal, weiß ich nicht mal genau, der hat mir geschrieben, er würde gern ein Video sehen, wie ich denn, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, wie ich meine Variomatik-Rollen wechsle oder wie ich den diesen Kielrahmen, bin ich doof. Bist du behindert? Nein, ich bin Albaner. Diesen Kielriemen, wie ich diesen, ne, das Ding, was den Roller zum Laufen bringt, ich bin ein richtiger Profi, man merkt es total, zum Laufen bringt, ob ich den mal wechseln könnte, ne? Prinzipiell kann ich das natürlich machen, weil ich bin das auch, wie nennt man das, technisch nicht ganz unbegabt, aber es lohnt sich für mich nicht, weil der eigentlich noch relativ neu ist und ich habe mich mal erkundigt, ich glaube, den wechselst du so alle 10.000 bis 15.000 Kilometer und ich bin mir gar nicht sicher, aber bei der letzten Werkstattuntersuchung meinten die, wäre alles okay oder so, also ich glaube, wenn der jetzt irgendwie großartig abgenutzt wäre oder dann hätten die mir das auf jeden Fall mitgeteilt, deswegen ja, werde ich da mal gucken, falls irgendwann eine Reparatur anstehen muss und der ausgetauscht werden muss, dann werde ich das entweder selbst machen oder die Werkstatt macht es, aber dann werde ich versuchen, da ein Video drüber zu machen, dass ihr das auch mal seht. Ja, für viele ist es, glaube ich, ganz interessant, wenn man so ein bisschen am Roller rumschraubt. Muss mal gucken. Im Vergleich zu anderen Rollerkanälen, die jetzt 50 Kubikroller fahren oder 75 Kubikroller und da so ein bisschen rumtüfteln und schrauben und so, da kann ich mich nicht so ganz anschließen, weil ich habe zum einen habe ich ja 125 Kubikroller, das heißt, großartig tunen lohnt sich nicht, weil ich fahre ja eh schon 100. Ich glaube, viel lässt sich da auch nicht machen. Alles klar. Lose Control. Genau, viel kann ich da nicht verändern. Ich glaube, es wäre, wenn man noch was dran machen würde, auf jeden Fall möglich, da noch ein bisschen Leistung rauszukitzeln. Allerdings möchte ich ja auch meine Zulassung nicht verlieren. Super, richtig nötig, rechts überholen. Also ich glaube, es wäre schon möglich, was zu machen, aber es lohnt sich für mich nicht, weil dann würde ich wahrscheinlich meine Zulassung verlieren, beziehungsweise würde ich einen neuen TÜV beantragen müssen und das lohnt sich nicht. Also ich bin ja auch in Überlegung, ich bin jetzt bald 18 und dann läuft auch bald meine A1-Probezeit aus und dann bin ich eh in Überlegung, ob ich auf A2 erweitere und dann vielleicht größere Maschine, Roller, Motorrad, weiß man noch nicht. Und es würde sich jetzt einfach nicht lohnen. Alles klar. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach mal rechts. Dann komme ich Richtung Glonn. Jetzt sind wir mal aus diesem Stadtverkehr raus, weil es ist schon bald wieder Berufsverkehrszeit. Und da habe ich eigentlich keinen Bock, dann hier von Ampel zu Ampel mich durchzustauen. Alter, die fette Bässe, du, das gibt es ja gar nicht. Genau, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, dann fahre ich jetzt mal Richtung ländliche Umgebung, dann passt das zu meinen anderen Videos. Was steht noch an, beziehungsweise was, glaube ich, das Wichtigste ist, ist die Regelmäßigkeit. Ich habe ja in der letzten Zeit nicht so regelmäßig Videos gemacht. Ich hatte davor eigentlich einen guten Rhythmus, dass ich jede Woche sage, okay, jede Woche mache ich ein Video.
Und jetzt in der letzten Zeit, ja, teilweise ging es einfach nicht, weil es zu kalt war. Und ich meine, ich fahre bei minus 15 Grad bestimmt keinen Roller. Es ist unangenehm, es liegt Schnee, es ist Salz auf der Straße. Also der Salz war so, das Salz auf der Straße war eigentlich so das größte Problem. Ja, in zweiter Linie die Kälte natürlich und läuft bei dir, Bruder. Ja, und das ist natürlich unschön zu fahren, das lohnt sich auch nicht, dann da Vlog aufzunehmen. Aber jetzt hat die Saison ja wieder begonnen und es wird jetzt auch wieder wärmer. Hoffe ich natürlich, ne? Man hofft es so, dass es wieder wärmer wird. Und da versuche ich natürlich die Regelmäßigkeit von mindestens einem Video pro Woche wiederherzustellen. Aber wenn ich jetzt ein Versprechen abgebe, dann wäre das wahrscheinlich, ja, offensichtlich, dass ich das nicht einhalten werde. Deswegen werde ich das mit keinem Versprechen machen und ich werde es auch nicht vorfahren. Genau. Soweit eigentlich dazu. Mich freut es ja, dass trotz meiner Inaktivität in Anführungsstrichen jetzt immer noch so viele Leute von euch dabei sind und sogar neue Leute dazugekommen sind. Das ist, freut mich total, wirklich. Da weiß ich, dass ihr auf jeden Fall dabei seid, dass ihr Spaß dran habt an dem, was ich tue und dass ihr mehr sehen wollt. Und das motiviert natürlich immens, weiterzumachen und neue Sachen zu produzieren. Was ich auch so gemerkt habe, dass von meinen Videos so die Moto-Vlogs am beliebtesten sind. Was manchmal für mich nicht ganz verständlich ist, weil andere Videos, wo ich viel mehr Energie und viel mehr Schnittarbeit reinstecke, dass die, ja, ich will nicht sagen schlecht ankommen, aber dass die vergleichsmäßig weniger Aufmerksamkeit bekommen wie die Videos, wo ich einfach vor mich hinrede und in der Gegend rumfahre und euch mitnehme. Und ja, wenn ihr das sehen wollt, dann werde ich natürlich mehr Motovlogs machen. Das ist natürlich gar keine Frage. Ich habe ja auch selbst Bock drauf. Ich habe total Bock rumzufahren, mit euch zu labern, über Themen zu reden. Mir macht das total Spaß, gar keine Frage. Es ist nur ganz interessant so zu sehen. Aber das heißt für mich auch nicht, dass ich mit den anderen Videos, die wie jetzt zum Beispiel die Reviews oder die Messebesuche oder so Kurzfilme eben. Das heißt nicht, dass ich damit aufhören werde. Ich werde das weitermachen, weil für mich ist YouTube ganz klar ein Hobby und so Sachen schneiden, das macht mir einfach irre Bock. Und ja, deswegen werde ich da weitermachen. Und ja, wie gesagt, konstruktive Rückmeldungen und alles Mögliche würde mich total freuen. Geiler Mustang, ey, geiler Mustang. Ich muss aber sagen, ich feiere die alten Mustangs so 1969, 1970, feiere ich übertrieben krass. Also ich finde die noch geiler als die modernen. Obwohl, die sind natürlich auch sehr, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Allgemein so amerikanisches Auto ist schon eine coole Sache, du. Was quietscht denn der so? Ey, das ist ja schlimm, Leute. Geh doch mal zum, weiß ich nicht, Werkstatt-Typ. Und alles klar? Lass deine Bremsen reparieren. Boah, ist jetzt richtig kalt, scheiße. Boah! Ja, da bin ich froh, ey. Habt ihr den Blitzer gerade gesehen? Jetzt habe ich mich erschrocken, aber ich fahre 50, Leute, ich fahre 50. Das ist ja dreist. Ja, ich habe mich vorhin auch schon gewundert, dass es sehr, sehr viel Polizei unterwegs. Also eigentlich hätte man mit rechnen können. Aber ist ja nichts passiert, ich fahre ja der Norm entsprechend. Ich bin genau 50 gefahren. Also manchmal, wenn die Nadel auf 60 zeigt, es entspricht original höchstens 53, mindestens. Aber ja,
Das ist, glaube ich, noch die übliche Toleranzabweichung, die einfach so ein Tacho hat. Der ist nicht hundertprozentig genau. Aber das war schon was, du. Da sind wir ja auf jeden Fall jetzt gewarnt, dass es sein kann, dass noch mehr Blitze unterwegs sind.